Ja, das ist jetzt hier das Überbleibsel vom Winter. Da hatte ich euch ja gezeigt, wie ich hier einen Hula-Hoop-Reifen benutzt habe, um dieses Arrangement zu machen. Da hatte ich dann auch noch so ein paar geweißte Zapfen drin. Die Zeit ist natürlich jetzt im Frühling vorbei und es muss etwas Neues, Schönes her. So, hier habe ich meinen Hula-Hoop-Reifen. Da ist noch von letztem Jahr das grüne Wickelband dran. Das lasse ich jetzt auch einfach so, denn ich werde da gleich sehr viele Zweige rumwickeln und da wird man das Blau hier von dem Hula-Hoop-Reifen vermutlich nicht mehr sehen. Dann benutze ich meine Laterne einfach nochmal. Ihr seht, hier sieht es ein bisschen schlimm aus. In dem Zinkbehälter, da hatte ich ja Backsteine reingetan und Steckschaum. Ja, ich werde das Ganze nachher aber auch noch mit Moos auffüllen. Und hier, ihr wisst es mittlerweile, habe ich doch wieder mich für Hornfeilchen entschieden. Einfach weil sie so wunderschön sind. Sehen so klein und filigran aus mit ihren fröhlichen Gesichtern und trotzdem sind sie einfach sehr, sehr robust. Und selbst bei einem Kälteeinbruch, zum Teil sogar Minusgrade, wird ihnen das nichts ausmachen. Und ich zeige euch mal ein kleines Wunder, was bei uns dieses Jahr über den Winter gehalten hat. Hier hat sich nämlich ein Hornfeilchen selber ausgesät und das ist tatsächlich den ganzen Winter über hier gewesen. Und blüht von selber schon wieder, obwohl es jetzt gerade mal März ist. Also das ist wirklich schon richtig, richtig klasse. Und hier habt ihr richtig viele biegsame Zweige. Ich habe hier einen richtig langen Strang gelegt, wie ihr seht, mit verschiedenen Zweigen, die sich gut biegen lassen. Zum Beispiel gestern habe ich unser Geißblatt geschnitten, Lunizera. Je länger, je lieber. Das sind schöne biegsame Triebe. Dann zum Teil Clematis, dann zum Teil eine Weidenart, dann Birkenreisig. Und das Ganze werde ich jetzt erstmal mit Wickeldraht, diesmal nämlich den grünen, um meinen Hula-Hoop-Reifen binden. Ja, ich mache solche Kränze eigentlich am liebsten am Boden direkt, weil das sonst auf dem Tisch ist es mir einfach zu anstrengend. Hier kann ich mich schön hinhocken und kann das richtig schön auch an meinen Körper ranpressen. Und zwar hier unten, das kommt ja dann in die Zinkwanne, von daher ist es egal, wenn hier der Hula-Hoop-Reifen durchkommt, die Farbe. Und jetzt lege ich das Ganze einfach auf den Boden. Und platziere das in der Mitte des Hula-Hoop-Reifens. Und jetzt muss ich gucken, ob mein Strang lang genug ist, dass ich den wirklich auch biegen kann. Also, dass er einmal umzupasst. Dazu knie ich mich dann gerne auf, das Ganze, um hier einen Halt heraus zu bilden. Dann packe ich das hier drauf, ziehe das Ganze zusammen und da unten der Teil ja in den Zinkbehälter verschwindet, wird das Ganze tatsächlich reichen. Und jetzt muss ich gucken, dass ich natürlich meine Zweige so auf dem Hula-Hoop-Reifen verteile, dass das von allen Seiten das umwickelt. Ne? Das darf natürlich nicht nur von einer Seite sein, sondern die Zweige sollen ja drumherum sein. So, ich packe mir hier die Mitte, nehme mein Wickeldraht und verzwirbel das kurze Ende mit dem langen. Und ich mache es nicht ganz so streng oder ich ziehe das nicht so doll an. Das soll ja so ein bisschen Volumen auch bekommen. So, das kurze Ende verzwirbeln wir einfach hier in den Kranz rein und dann geht's los mit dem Wickeln. Und hier könnt ihr wirklich einen Körpereinsatz zeigen, weil das Ganze muss jetzt so verteilt werden, dass es wirklich alles abdeckt. Und dann heißt es wickeln, wickeln, wickeln. So, ich bin jetzt tatsächlich fertig mit meinem Kranz, habe den jetzt in mein Behältnis hineingesetzt, habe da die Backsteine wieder rein und das Steckmoos noch so ein bisschen wieder reingesteckt. Und jetzt gucke ich, dass ich hier eine möglichst gerade Fläche schaffe für meine Laterne. Die soll ja hier mittig Platz finden. Genau, da brauche ich noch ein bisschen mehr Moos, um das auszupolstern. Beziehungsweise ich kann auch einfach anfangen, meine kleinen Töpfe hier reinzupressen.
in meinen Zinkbehälter. Da setze ich mal gleich von vorne und von hinten was dran. Und das Ganze muss natürlich schwer genug sein. Und die Hornfeilchen müssen schon auch richtig gut hineingepresst werden. So, ich kann auch immer noch zusätzliche Steine reinpacken oder Steckmoos, um das Ganze zu stabilisieren. Ja, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Da, wo doch noch ein bisschen hier von dem Reifen durchguckte, da habe ich jetzt einfach ein bisschen Moos dran gemacht. Und ansonsten, wo man auch hinguckt, man sieht diese wunderschöne Hornfeilchen mit ihren fröhlichen Gesichtern von allen Seiten. Dann die Kerze und unseren schönen Frühlingskranz. Und es ist wirklich eine richtige Wonne, da hineinzugucken. Ja, und diese Hornfeilchen wachsen natürlich noch. Ich gehe auch noch mal einmal herum. Und ja, manchmal halten die sogar bis Juni. Also von daher wirklich eine wunderschöne Investition, an der man wirklich sehr, sehr lange Freude hat.